Der Kampf um Strom ist ein Schlachtfeld geworden. Es gibt die Lobbyisten der Vergangenheit, die die Energiewende aufhalten wollen, die ihr Geld schlichtweg damit verdienen, dass sie fossile Energien verbrennen. Ich kann es nicht mehr hören. Die schauen zu, wie das alles kaputt geht. Und es wird kaputt gehen. Das ist so. Und da frage ich mich, wo bleibt die Intelligenz? Ich war letztens in Baden-Württemberg und da traf ich einen engagierten Menschen, der tatsächlich glaubte, er kann mit Pferdeäppel die Industrieversorgung mit Strom vollziehen. Ja. Sie haben wirklich noch nicht richtig mitgekriegt, wie sich die Welt verändert. Und das wundert mich eigentlich. Machen wir ansonsten ja einen recht cleveren Eindruck. Die erneuerbare Energie ist marktreif und wir brauchen keine konventionelle Energie mehr. Why we have war here? There were no real reasons for this. Renewables have amazing potential for democratizing energy. The most important thing is that you really believe that the change is possible. Solarstrahlen kommen einfach auf die Erdoberfläche und da muss ich nicht Kriege führen, um diese Ressource der Solarstrahlen für mich verfügbar zu machen. So building things together is currently the major strategy for Ukraine, and rebuilding the energy together is probably the next step for Ukraine. Man hat nicht nur Verantwortung für das, was man tut, sondern auch für das, was man unterlässt. Irgendwann müssen wir umstellen. Und wenn wir in 100 oder 200 Jahren umstellen, dann ist die Erde kaputt. Ich denke, es geht nur mit einer globalen Revolution, wo Millionen Menschen sagen, so geht es nicht weiter. Und das ist das Feuer, wo in mir brennt. Und ich mache das im Rahmen meiner Möglichkeiten.